Mein Name ist Eileen Zumstein und ich begrüße Katrin Tschannen. Sie ist CEO Migros Online zu einem Gespräch zum Thema Online-Lebensmittelhandel. Katrin, im letzten Jahr ist der Online-Lebensmittelhandel förmlich explodiert, das wegen dem Lockdown. Was sagen die Zahlen? Wo steht der Online-Lebensmittelhandel in der Schweiz heute? Genau, also wir als Migros Online, wir sind die Nummer 1 und konnten 40% wachsen letztes Jahr. Das ist schon sehr beachtlich. Allerdings ist auch im Supermarkt der Umsatz gestiegen, weil eben die Leute mehr zu Hause konsumiert haben. Sie konnten nicht ins Restaurant, sie konnten auch nicht über die Grenze einkaufen. Und man muss schon sehen, dass der Online-Anteil im Supermarkt immer noch sehr gering ist. Er liegt bei unter 4%, im Gegensatz zu Non-Food, wo er bei fast 20% angelangt ist. Also die Leute gehen immer noch vor Ort einkaufen. Kann man bereits abschätzen, Katrin, quasi dieser pandemiebedingte Nachfrageschub, wie nachhaltig der ist? Bisher sehen wir keinen Rückgang. Also wir konnten viele neue Kunden gewinnen und diese scheinbar auch halten. Aber wie sich das weiterentwickeln wird, das werden wir sehen. Gucken wir noch ein bisschen in die Trends und Neuartigkeiten im Online-Lebensmittelhandel. Gibt es da irgendwelche Trends, zum Beispiel im Hinblick auf nachhaltiges Verpackungsmaterial für Frischprodukte? Es gibt verschiedenste Trends, Verpackung sicher auch, wobei das Thema Verpackung ist schon sehr spannend, weil wir da immer versuchen, diese effektive und die gefühlte Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Und wenn man die CO2-Bilanz der Produkte ansieht, dann hat man eben den größten Hebel, wenn man Food Waste verhindert. Und die Verpackung, auch wenn sie aus Plastik ist, verhindert das und hat eigentlich einen sehr geringen Anteil an dem CO2, das ein Produkt mitbringt. Und deshalb ist es so, dass wir bei den Verpackungen eben auch informieren müssen, weil die Verpackungen einen positiven Effekt haben schlussendlich auf das CO2. Andere Trends, die wir sehen, sind aber das Thema Quick Commerce. Es gibt verschiedene neue Anbieter, die diese Stundenlieferung am selben Tag auch mit sehr geringem Mindestbestellwert anbieten. Bei diesem Quick Service quasi, also in so kürzester Zeit, wollen die Konsumenten was zu Hause angeliefert haben. Was sind das für Produkte? Merkt man da auch so ein bisschen Fokus jetzt während und nach Corona? Ich kann das noch zu wenig abschätzen, es ist wirklich sehr klein. Eigentlich geht es meistens so um ein Sortiment von 1000 bis 2000 Produkten, das angeboten wird. Das ist so ein bisschen das Tankstellensortiment, würde ich jetzt mal sagen. Der Versand von Lebensmitteln, der ist anspruchsvoll. Vor welchen Herausforderungen steht der Online-Lebensmittelhandel weiterhin? Und welche Chancen gibt es, um sich auch beispielsweise von der Konkurrenz abzuheben? Damit die Kundinnen langfristig bleiben, muss man halt wirklich über den ganzen Prozess der Bestellung bis zur Lieferung sehr gut die Bedürfnisse befriedigen. Es geht um den One-Stop-Shop, also möglichst das ganze Sortiment, das ich normalerweise im Supermarkt kaufen möchte, kann ich dann auch online finden. Es geht um Geschwindigkeit. In der App oder Web will ich wirklich innerhalb von kürzester Zeit meine Produkte zusammenstellen, damit es eben effizient ist. Das sind auch Kundinnen, die nicht unbedingt eben die Inspiration im Geschäft suchen und jedes Produkt anfassen möchten, sondern die froh sind, wenn sie da nicht auch noch Zeit dafür verwenden möchten. Dann bei der Lieferung eben möglichst genaue und kurze Zeitfenster, damit ich weiß, wann ich zu Hause sein muss. Möglichst auch eben am selben oder am nächsten Tag. Und dann der Kundendienst danach, also wenn ich ein Problem habe, wenn ein Produkt kaputt gegangen ist, dass das sehr schnell und unkompliziert gelöst wird. Und schlussendlich auch noch das Profitieren von diesen ganzen Loyalitätsprogrammen, das sehen wir auch, dass es ein großer Faktor ist, um Kunden bei uns zu behalten. Convenience bleibt weiterhin ein wichtiger Punkt. Katrin, zum Schluss noch so deine persönlichen Einkaufspräferenzen. Was kaufst du im Laden und was kaufst du definitiv nur noch oder am liebsten online? Es
entwickelt sich so ein hybrides Verhalten auch bei mir. Also das beschäftigt uns als Firma, die Digitalisierung des Einkaufs im Geschäft. Es gibt nicht mehr die Einkaufsliste und der Warenkorb, sondern das ist alles dasselbe. Und dann entscheide ich eigentlich, was ich alles nach Hause geliefert haben möchte. Das sind die Produkte, die ich kenne, die auch schwer sind, die ich nicht schleppen möchte. Und dann im Geschäft vielleicht noch am Abend schnell ein frisches Brot oder irgendetwas Neues ausprobieren, einfach mal ein bisschen schauen gehen. Das mache ich schon auch noch gerne. Aber schlussendlich bin ich schon eine große Online-Shopperin. Ich kaufe fast alles online ein. Vielen Dank, Katrin, für das Gespräch. Sehr gern geschehen. Gerne könnt ihr den Talk bewerten. Vielen Dank für euer Interesse. Eileen Zumstein für Connector Talk der Schweizerischen Post und vom PostFinance.